Das Schlimmste, was du deinen Kindern antun kannst, ist es, deren Kreativität zu vernachlässigen. Denn die Kreativität ist der Schlüssel zu ihrer ganzheitlichen Entwicklung. Es kann die Denkweise formen, Problemlösungskompetenzen fördern und natürlich auch die Persönlichkeiten stärken. Wenn jemand besonders kreativ ist, darin gefördert wird und vielleicht in anderen Bereichen nicht so, dann sieht er aber zumindest, dass er darin ein absoluter Meister, ein Profi ist. Wann hast du das letzte Mal mit deinen Kindern gemalt oder gebastelt? Oder weißt du überhaupt, wo die ganzen Bastelsachen gerade liegen? Jeder Pinselstrich und jedes noch so verrückte gestaltete Kunstwerk ist der Schritt auf dem Weg zu einem selbstbewussten und innovativen Individuum. Also ermutigt eure Kinder, endlich wieder kreativ zu werden. Was zu basteln, was zu bauen, was zu stricken, was zu häkeln, was zu klöppeln. Ihr müsst dafür nicht unbedingt in einen teuren Töpferkurs gehen. Hier reichen Papier und Stifte aus. Schreibt in die Kommentare, ob und wann ihr das letzte Mal mit euren Kids zu Hause so richtig kreativ am Werkeln wart.